Heute kommt noch mal ein kleines Update zu den Trainingsfortschritten von Anja und Antana. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus älteren YouTube-Videos. Ich war Mitte Oktober wieder zu einem Kurswochenende bei den beiden. Wir arbeiten ja seit, ich schätze mal, 4 Jahren, 1-2 Mal im Jahr zusammen, manchmal auch 3 Mal. Und ich bin wirklich sehr stolz auf die beiden, was sie für Fortschritte machen und arbeite mal super gerne mit denen. Besonders schätzen tue ich an den beiden diese Leichtigkeit und Harmonie und die Ruhe, die Anja reinbringt und das Engagement, was Antana mitbringt. Das ist wirklich toll zu sehen, wie die vorankommen, obwohl sie wirklich sehr wenig arbeiten. Anja sagt immer, manchmal geht sie 2-3 Wochen gar nicht in die Halle, um Dressur zu reiten. Manchmal nur einmal die Woche, also meistens gehen die beiden ausreiten ins Gelände. Aber im Pferd mit dieser Psyche wie Antana, die wirklich wahnsinnig engagiert ist und schnell nervös wird und hochfährt und dann gar nicht mehr ansprechbar ist in der Arbeit und nur noch herumzappelt und nur noch am Rennen ist, für solche Pferde ist es, glaube ich, sehr gut, wenn man die wirklich sehr wenig arbeitet, weil man sieht ja, sie kommt trotzdem voran. Sie ist erst 8 Jahre alt und hat dafür wirklich schon einen guten Ausbildungsstand. So, wir beginnen hiermit. Wir haben sie natürlich im Schritt erst mal ein bisschen aufgewärmt in Biegung und Seitengängen. Das reduzieren wir aber immer mehr, weil Antana sowieso hypermobil ist und wir jetzt mehr den Fokus auf die gerade Richtung legen. Wir sind hier auf einer Volte und versuchen, den Schritt immer wieder zum Schulschritt zu versammeln. Wir haben damit vor vielleicht 2 Jahren gestartet, immer nur 1-2 Schrittchen, dann immer ein paar Schrittchen mehr im Schulschritt und dann wieder normaler Schritt. Und mittlerweile ist Antana mit der Übung so vertraut und entsprechend bemuskelt, dass wir versuchen, den Schulschritt als eine Gangart durchzuhalten. Das heißt, ruhig schon mal 1 oder 2 Voltenrunden am Stück zu gehen und zu schauen, dass sie sich wirklich in der Übung, in der Arbeit entspannt und da ihren eigenen Rhythmus findet und Anja auch wirklich immer weniger machen muss. Und das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Besonders erstaunlich ist dieses Jahr oder ich glaube vor einem halben Jahr habe ich die beiden das letzte Mal gesehen, wie ruhig Antana geworden ist. Vorher immer, wenn man hochversammelte energetische Lektionen abgefragt hat, war sie danach total aufgedreht und nur noch am Laufen. Aber jetzt bleibt sie wirklich sehr schön ruhig und sicher dabei und hat Spaß dran, ihre Übungen zu zeigen und merkt, dass ihr nichts passiert und dass sie dabei entspannen kann. Und das ist, glaube ich, so der größte Lerneffekt für sie. Genau, den Schulschritt haben wir jetzt erstmal benutzt, um sie zu schließen im Schritt, weil sie ein bisschen langrückig ist und einen, ja jetzt nicht schwachen Rücken, aber eine etwas schwache Lendenpartie hat. Deswegen am Anfang gerne mal so ein bisschen versammeln, aber wenn wir jetzt antraben, lassen wir sie erstmal in leichter Dehnungshaltung in Biegung auf dem Zirkel vorwärts traben. Dann wird ein bisschen Schulter rein eingebaut, alles in einem guten Arbeitstempo, nicht zu schnell, aber auch nicht untertourig, dass sie erstmal schön an die Hand herantritt, weil das auch ein großes Problem bei Antana ist, dass sie sehr verhalten ist und immer sehr hinter den Hilfen bleibt, auch ja, eher immer die Tendenz hat, rückwärts oder auf der Stelle zu rennen und hinter dem Zügel zurückzubleiben. Deswegen bei allem gucken wir jetzt, dass sie so ein bisschen mehr vorne in die Höhe kommt und ein bisschen mehr an den Trensenzügel herankommt. Deswegen hängt hier auch der Kandarrenzügel und wir versuchen an der Trense mehr in Verbindung zu kommen. Jetzt sind wir hier in der Piaffe-Arbeit, wirklich mal die Piaffe als getrennt, als an sich als Lektion zu arbeiten. Damit haben wir auch jetzt erst angefangen, um einfach zu schauen, ist sie schon so weit, dass sie das wirklich länger durchhalten kann. Schaffen wir es dabei, die Vorhand so ein bisschen mehr in die Höhe zu richten, also Brustkorb, Vorhand, Hals und damit auch das Genick anzuheben und sie an die Hand hin piaffieren zu lassen. Und das geht jetzt schon deutlich besser als letztes Mal. Auch hier ganz schön, wie gerade gerichtet sie mittlerweile auch ist, weil sie als schlängeliges, bewegliches Pferdchen war sie wirklich immer nur am Ausweichen. Das geht jetzt schon ganz gut. Und auch hier versuchen wir die Übung einfach ein bisschen länger durchzuziehen, dass sie da in ihren Rhythmus kommt, dass sie Ruhe reinkriegt. Hier sieht man auch an ihrem Gesichtsausdruck, sie ist eigentlich relativ entspannt. Sie weiß, was sie macht und dass da alles gut ist, dass sie sich entspannen kann. Ja, natürlich sieht man, dass das Vorderbein noch ein bisschen zurückständig ist. Das heißt, da ist noch zu viel Gewicht auf der Vorhand. Aber das war vorher noch extremer. Das ist jetzt schon ein Ticken besser, würde ich sagen. Der nächste Schritt wäre für mich, dass man durch Terre-à-Terre versucht, dem Pferd beizubringen, dass sie wirklich mit der Hinterhand den Brustkorb und die ganze Vorhand heben kann, sprungartig. Das haben wir auch versucht am Vortag hier, das ist der Sonntag, am Samstag hatten wir das versucht, hat sie aber wirklich noch zu sehr aufgeregt. Dann hat sie dann angefangen, nur noch die Sprünge anzubieten, deswegen, ich glaube, das muss man noch ein halbes oder ein ganzes Jahr zurückstellen und erstmal gucken, ob wir ohne die sprungartigen Schulen da auch schon mehr Heben in die Vorhand zu kriegen, weil die Hinterhand arbeitet ganz gut, wie man hier sieht, nur das
kommt noch nicht so richtig in der Vorhand an manchmal. Teilweise ist die Hinterhand aktiver als die Vorhand, was wir uns natürlich irgendwann ja zumindest wünschen, dass die Hinterbeine nicht mehr ganz so hoch kommen und dafür die Vorhand mehr gehoben wird. So ist die Idee. Hier versuchen wir jetzt immer wieder den Trapp zu versammeln, Richtung Piaffe-artige Tritte. Auch das soll noch nicht ganz auf der Stelle sein, gerade nicht bei Nantana, weil sie dann sehr dazu neigt, sich zu verhalten, den Rücken anzuspannen, dann wuseln die Beine nur noch. Deswegen hier sehr im Vorwärtsbleiben mit den halben Tritten und dann wieder in den Arbeitstrapp raus. Hier sind wir auf der, ja, vielleicht auf dem dritten, vierten Hufschlag, auch einfach, um an Nantanas Thema der gerade Richtung zu arbeiten, dass sie sich nicht an die Wand anlehnen kann, sondern lernt, sich von den Reiterhilfen oder zwischen den Sitzhilfen gerade richten zu lassen, beziehungsweise als Ziel natürlich, das von selber dann auch einfach zu halten. Ihr seht vielleicht, dass Anja keine Sporen trägt, hat sie, glaube ich, auch nie bei Nantana, und dass sie auch die Gerte, wenn überhaupt so wie jetzt, also leicht vibrierend benutzt, aber meistens auch gar nicht braucht. Das ist wirklich dann schon ein Stadium, wo das hauptsächlich über den Sitz des Reiters und über die Energie des Reiters geregelt wird. Das heißt, sie arbeitet nur noch mit Hüfte abkippen zur Versammlung, mit mehr Aufrichtung, mehr Spannung im Rumpf. Und genau, jetzt versucht sie wieder durch ein Heben der Hand Nantana so ein bisschen mehr an die Hand hin piaffieren zu lassen. Jetzt ist es zum Beispiel besser als in der vorigen Sequenz. Ne? Jetzt ist die Vorhand so ein bisschen mehr draußen, vorne und oben. Sie ist ein bisschen mehr am Trenzenzügel dran. Jetzt wird die Fußfolge so ein bisschen ungleichmäßig. Daran sieht man, dass in dem Moment der Rücken anspannt und die Bewegung nicht mehr wirklich von der Hinterhand bis in die Vorhand geht. Deswegen haben wir sie dann ein bisschen nach vorne rausgeschickt, um da wieder mehr Durchschwingen durch den ganzen Körper herzustellen. Jetzt ist es auch wieder besser. Und dann auch wieder im Trab nach vorne oben versuchen rauszureiten. Ja, hier hat Nantana jetzt aus unserer gestrigen Arbeit versucht, so einen kleinen Sprung einzubauen, ungefragt. Sie bietet einfach immer mal wieder an, weil sie gerade nicht ganz versteht, worauf wir hinaus wollen. Das ist aber völlig in Ordnung. Sowas einfach erstmal ignorieren, weil später wollen wir diese theaterartigen oder schulgaloppartigen Sprünge ja haben. Und alles, was die Hinterhand unter den Körper und die Vorhand hochbringt, ist ja prinzipiell erstmal gut, solange es nicht in Widersetzlichkeit ausartet. Deswegen das einfach erstmal ignorieren. So, jetzt sieht man hier, der Arbeitstrapp geht schon so ein bisschen mehr nach oben alles. Sie hat eigentlich einen eher flachen Gang, ihr normaler Trapp. Deswegen versuchen wir jetzt langsam den Grundtrapp auch zu verbessern und zu formen, dass die Energie und die ganzen Bewegungen so ein bisschen mehr nach vorne oben gehen, als einfach nur nach vorne oder sogar nur nach vorne unten. Und das nimmt sie jetzt mittlerweile schon ganz schön an. Ganz wichtig ist wirklich immer dieses nach vorne rauslassen des Pferdes. Das sieht man jetzt hier ganz schön, wie aktiv dann die Hinterbeine wieder vorschwingen und sie wirklich ein paar Meter richtig nach vorne eher schiebt, als mit der Hinterhand trägt. Gerade für Pferde wie Nantana, die sich immer eher verhalten und dazu neigen, hinter die Hilfen zu kommen und sich verkriechen zu wollen, da sollte man das vorwärts wirklich in der versammelten Arbeit sehr, sehr lange beibehalten bzw. nie verlieren. Das ist ganz wichtig, sonst erzieht man sich nur Pferde, die hektisch auf der Stelle trippeln und auch gar nicht mehr abzustellen sind. Und da sind die beiden jetzt auch schon besser dabei, dass Anja wirklich nach den versammelten Übungen einfach im normalen Schritt zum Beispiel oder im normalen Trab rausreiten kann. Also ganz wichtig, dass man die Piaffe zum Beispiel auch wirklich abstellen kann, dass das Pferd einem dann nicht nur noch herumzackelt, dass man die Kunstgangarten und die normalen Gangarten wirklich reell trennen kann. Das zeigt immer so, ist die Ausbildung reell oder hat man das Pferd einfach durch Spannung und Stress in die Übungen oder hier bei dem Beispiel in die Piaffe gebracht. So, jetzt als nächsten Schritt versuchen wir aber, das sind wirklich erste Baby-Steps, erste Ansätze, aus der Piaffe, aus der Versammlung so ein bisschen Richtung Passage vorzureiten, wirklich nach vorne oben. Da sieht man ja schon so ein ganz bisschen die Ansätze. Das ist natürlich noch kein großer Unterschied zum versammelten Trab, aber die Übergänge sind sowieso sehr fließend da. Aber da versuchen wir dann in der nächsten Zeit weiter dran zu arbeiten. Der Galopp war bei Nantana, glaube ich, die ersten zweieinhalb Jahre
nicht möglich, beziehungsweise haben wir denn im Unterricht gar nicht gearbeitet, weil sie da so am Rennen war und einfach nur den Rücken hohl gemacht hat und gestresst gelaufen ist außer Balance. Jetzt mittlerweile kann man echt schon ganz gut arbeiten im Galopp. Man sieht hier, sie hat eigentlich einen schönen Grundgalopp, sie kommt sehr schön mit der Hinterhand drunter und springt auch wirklich ordentlich ab mit der Hinterhand. Anja versucht hier immer wieder ein paar Sprünge im Travers zu reiten auf dieser großen Volte. Das heißt, wenn man sieht, dass Nantana so ein bisschen mehr angespannt wird jetzt für ein paar Sprünge, jetzt zum Beispiel, dann bringt Anja leicht traversartig die Gruppe rein. Das sieht man leider hier von der Seite nicht so gut, aber das machen wir als Vorübung, weil wir gleich so ein bisschen auf einer Volte Richtung erste Ansätze einer Galopppirouette gehen wollen. Das haben wir hier auch zum ersten Mal gemacht mit Nantana. Deswegen sieht man sieht trotzdem in der Arbeit schon ein bisschen eine Verbesserung, aber die Übung ist wie gesagt noch neu für sie. Schön ist aber, dass sie hier immer wieder in den normalen Viertaktschritt zurückkommt, wenn wir das wollen, dass sie wirklich zuhört, sich formen lässt, auf die Linie zurückkommt. Das ist erstmal das Wichtigste. Auch wenn die Sprünge, die versammelten Galoppsprünge erstmal zu sehr rausgehen oder das so ein bisschen chaotisch wird. Wichtig ist, dass ihr das Pferd immer wieder auf die Linie zurückbringt, ins Travers zurückbringt, dass das Pferd mit der Zeit versteht, dass es diese Form und die Linie auch im Galopp halten soll und dann wirklich aktiv selber mitmachen kann. Genau. Hier kommt sie noch so ein bisschen, ist sie noch so ein bisschen offen im Genick und man sieht, dass sie hält auch noch nicht ganz die Biegung, ist noch so ein bisschen zu angespannt insgesamt, aber das ist alles nicht so schlimm, das kommt mit der Zeit. Wichtig ist, dass sie die Idee kriegt, wirklich sich in den Hanken zu setzen und mit der Hinterhand unter den Reiter anzuspringen. Auch wenn das erstmal nur ein Sprung ist, völlig in Ordnung, dann versuchen wir in der Zukunft zwei Sprünge zu kriegen, dann drei und dann immer mehr. Hier sehr schön, da hat man wirklich gesehen, wie die Hanken nach unten runterfedern und die Vorhand sich hebt. Dann geben wir auch direkt ein kleines Päuschen danach und loben. Jetzt haben wir versucht, über so ein paar Schrittchen, Schulschritt, sie so ein bisschen mehr zu schließen vor dem Angaloppieren. Da muss man natürlich gucken, dass sie das nicht zu sehr verspannt oder aufregt. Ist auch nicht bei jedem Pferd nötig, bei Nantana aber oft schon, weil sie, wie gesagt, ein bisschen langrückig ist, stutenartig und dazu neigt, mit der Gruppe zu hoch zu kommen. Deswegen hilft ihr das, wenn man so ein paar Schrittchen, Schulschritt einbaut und sie dann versammelt anspringen lässt, dass sie einfach vorher schon runder und mehr mit der Hinterhand dran ist. Genau, hier bleibt sie auch sehr schön oben mit dem Genick. Die Hilfen bleiben leicht und für den Sitz ist es wichtig, dass man eher sitzen bleibt beim Angaloppieren. Das heißt, Anja gibt nicht unbedingt mehr diesen Gewichtsimpuls nach vorne, wie man das bei der Remonte macht, beim Jungpferd, sondern sie sitzt sogar eher nach hinten unten beim Angaloppieren, als wollte sie wirklich die Hinterhand runterdrücken und die Vorhand heben. Das heißt, der Reiter sollte schon so ein bisschen die Terre-à-Terre-Idee im Kopf haben beim Angaloppieren, um dem Pferd zu vermitteln, wie es den Sprung gestalten soll. Das ist dann der Unterschied beim versammelten Angaloppieren zum normalen Angaloppieren. Ja, damit sind wir auch schon beim Ende dieses Videos. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr freut euch auch immer mal was von den beiden zu sehen. Dann gibt es vielleicht in einem halben Jahr wieder was Neues.